Hallo und herzlich willkommen bei unserem YouTube-Kanal. Ich habe heute ein Thema für euch mitgebracht, was den einen oder anderen von euch bestimmt umtreibt. Denn ihr habt schon viel Foto-TV gesehen, habt euch über viele Online-Videos auch hier bei YouTube weiterentwickelt, habt viel fotografiert und fangt vielleicht an zu überlegen, wow, das begeistert mich und da möchte ich richtig weiterkommen. Schaffe es aber vielleicht nicht über Online-Medien. Und ich möchte eine richtige Ausbildung haben, um in den Job reinzukommen. Jetzt unterstelle ich mal, dass die meisten von euch nicht 20 sind und gerade das Abi gemacht haben und den Wehrdienst oder was auch immer, das freiwillige soziale Jahr, und jetzt zum ersten Mal diese Ausbildung machen, sondern ich treffe ganz viele Leute, die Fotografie so erstmal als Hobby anfangen und dann so reingesogen werden, dass sie sagen, jawohl, das ist das, was ich machen möchte. Und genau für solche Leute gibt es Angebote, beruflich einzusteigen in die Fotografie, und deswegen habe ich Oliver Rausch hier heute dabei in seiner Funktion als Organisator oder Macher der Fotoakademie Köln. Erzähl mal ganz kurz, was ihr da macht. Was ist das für ein Angebot? Wir bilden Fotografen aus, dauert 2,5 Jahre und es ist berufsbegleitend möglich. Also das ist zumindest unser Ansatz. Man kann es natürlich auch Vollzeit machen. Berufsbegleitend deswegen, weil die meisten, ich glaube so 3/4 aller Leute, die zu uns kommen, das sind, ne, was du sagst, das ist eigentlich so Hobby, und die stellen vielleicht fest, das sind so in der Regel so Leute so ab 30 bis vielleicht Mitte 40, die meistens schon im Job sind, aber unzufrieden sind. Das können sein Banker, das können sein BWLer, das können sein Juristen, das können aber auch Grafikdesigner sein, die sich sagen, oh, Grafikdesign ist schön, aber ich will eigentlich ein größeres Paket haben. Das kann auch der Bäcker sein, der sich denkt, ich habe keine Lust mehr, ständig nur Teig zu kneten. Und im Moment ist es ja so, dass, also, und es ist auch häufig, erstaunlicherweise, Männer wie Frauen, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Und einer von beiden hat sozusagen auf die Kinder aufgepasst und sagt sich, so, jetzt habe ich 20 Jahre den Rücken freigehalten, jetzt bin ich dran. Und die wollen dann nicht unbedingt ein schöneres Hobby haben, sondern die wollen dann tatsächlich wieder in den Beruf. Das heißt, es sind häufig Umstiege, so, ich will meine Kreativität und nicht nur die Arbeitsmaschine sein. Ja, und da ist dann das Angebot, dass man das eben mit einem Job verbinden kann, um dann im Zweifelsfall nach der Ausbildung einen gleitenden Übergang zu finden, dass man vielleicht die Stelle reduziert, dass man dann in den Beruf einsteigt. Manche machen auch den harten Schritt und sind vielleicht auch schon selbstständig, aber ändern halt sozusagen die Selbstständigkeit. Also das ist irgendwie für viele möglich, in die Fotografie zu kommen über unsere Akademie. Das ist eins der wenigen Angebote, die ich in dieser Form kenne. Wenn mich Leute fragen, soll ich Fotograf werden, dann sage ich, wow, wenn du alles auf eine Karte setzt, erstmal ein paar Jahre Ausbildung machst, bis du dann irgendwann verdienst, dann muss man ja finanziert sein durch die Eltern oder man muss Geld auf der Kante haben. Aber dieses Modell, dass man auch berufsbegleitend das machen kann, um dann auch langsam darüber zu migrieren, zu sagen, irgendwann, pass auf, ich habe jetzt wirklich als Fotograf so viele Jobs, dass ich mal nur noch Halbtag arbeite und es dann irgendwann ausphase, um wirklich komplett Fotograf zu werden, finde ich sehr spannend. Ja, es gibt auch die Möglichkeit, gehen wir mal von den Jüngeren aus, die vielleicht noch nicht wirklich eine Ausbildung haben, auch die gibt es ja, es ist dann auch möglich, nebenher schon einzusteigen und erste Jobs zu machen, und es gibt einige, die sich damit auch dann das Studium überhaupt erst finanzieren. Also es gibt immer so gleitende Übergänge. Genau, und diese Schnittstelle zwischen schon ein bisschen, schon was können, schon was tun, aber weiterkommen wollen, vielleicht noch einen anderen Job weitermachen zu wollen, das bedient ihr. Und dann erzähl doch mal, was passiert denn in diesen 2,5 Jahren? Was kann man da erwarten und was bringt ihr den Leuten bei? Denn die kommen ja häufig schon mit einem gewissen Vorwissen zu euch. Ja, es ist eigentlich immer so, dass die allermeisten davon ausgehen, dass die Technik brauchen. Die Technik, die ist aber in gut einem Jahr völlig abgegrast. Was macht man dann noch 1,5 Jahre lang? Ja klar, dann gibt es noch die ganze Gestaltungslehre und wie baue ich ein Bild auf und wie kriege ich mit Kompositionen und mit Vielschichtigkeiten, wie erzählt dann das Bild? Das ist aber ehrlich gesagt im ersten Jahr 1,5 eigentlich auch abgegrast. Das Wesentliche ist dann, dass man anfängt, sich zu überlegen, was will der Kunde erzählt haben? Oder wenn ich eher in den künstlerischen Bereich gehe, was will ich überhaupt erzählen und wo will ich überhaupt mit meiner Fotografie persönlich hin, sei es als Job oder sei es als Künstler. Und da fängt es dann an, interessant zu werden, zu schauen, okay, was für eine Handschrift hat einer? Wie sieht jemand die Welt? Ist es jemand, der reportageartig rausgeht und aufnimmt? Oder ist es jemand, der seine eigenen Welten erschaffen will? Meistens dann die Studiofotografen, nicht zwingend. Sprich,
wie gehe ich überhaupt mit diesem ganzen Medium um, was kann ich damit erreichen, sei es im Kundenwunsch, wie kriege ich die Geschichte promoted oder wie kriege ich mich ausgedrückt, wie kann ich vielleicht ein soziales Statement, ein politisches Statement geben. Und da ist es natürlich ganz wichtig, sich ganz viele Fotografen anzugucken. Wir haben eine riesige Bibliothek von 1850 bis die ganz modernen Sachen, dass man guckt, was ist eigentlich schon alles gewesen, wie arbeiten die Leute, mit welchen Ideen kommen die daher, wie setzen die die um. Und das ist dann ein sehr starker persönlicher Austausch und das geht halt auch dann irgendwann nicht mehr so mit Online-Filmen oder, Entschuldigung, Marc, mit Foto-TV, weil du brauchst den direkten Kontakt, um einfach immer wieder zu spiegeln, über die Sachen zu reden, auch in der Gruppe darüber zu diskutieren, was passt zu einem. Ja, und das ist dann halt der Austausch, der stattfindet. Das wäre auch das eigentlich sehr Harakiri, wenn ich hier sage, geht in die Fotoakademie. Aber man muss eine Sache sagen, wir sind ja fast ein One-Way-Kommunikation. Genau. Wir erzählen euch in Filmen, wie ihr das und das machen könnt. Wir haben ab und zu mal irgendwelche Sessions, wo ihr auch mal euch zu Wort kommen lasst, aber das können wir natürlich nicht bedienen mit Tausenden von Zuschauern. Ich kenne auch Studenten von Oliver und wenn die über ihr Studium bei dir erzählen, dann sagen die vor allem eine Sache: Die haben mich komplett durch die Mangel genommen. Die Gespräche mit dir, ich glaube, das können Zuschauer von Foto TV schon erahnen, die Analyse ihrer Bilder, das Nachbohren, was willst du eigentlich, das Weiterpushen, auch die Motivation zu geben, die Leute aus der Comfortzone rauszuholen und so. Das sind eben Dinge, die man nur im direkten Kontakt mit so einem Tutor oder Mentor oder Coach machen kann und auch in der Gruppe der anderen Studenten, ne? Ja klar, also die Mitstudenten, also wir sagen eigentlich so, naja, was wir eigentlich wert sind als Dozenten, ist vielleicht 50%. Die andere 50%, das sind tatsächlich die Mitstudenten. Und das sieht man dann auch immer wieder, wo man sich denkt, na, ob sich der oder die richtig gut entwickelt. Oh, und manchmal habe ich es dann innerlich schon fast aufgegeben. Und dann sieht man aber auf einmal, dass im Diplom häufig dann einige endlich diesen Klick haben, so von, okay, die macht das so und der macht das so. Was kann ich mir daraus für mich klauen, also im besten Sinne klauen? Und wie konzipieren die? Und ganz am Anfang ist es gerade in Deutschland, ich habe ja auch in den Niederlanden unterrichtet, aber in Deutschland ist es häufig so, die Leute gehen mit ihrer Kamera raus und gucken, was es gibt. Das ist aber ein Weg, der vielleicht für 20% zum Ziel führt. Und dann muss man eben andere Arbeitsweisen finden, andere Denkweisen finden. Und man muss nicht die Bilder von anderen klauen, aber wie gehen die thematisch, wie gehen die konzeptionell überhaupt mit der Umsetzung von dem, was ich erzählen will, um? Und das sieht man dann, wie das auch auf andere dann abfärbt innerhalb von so einer Gruppe. Man sieht dann häufig auch, kann man nicht verhindern, ist ein bisschen doof, dass dann auch so eine Gruppendynamik entsteht, die auf der einen Seite ja toll ist, weil dann bestimmte Arten mit Fotografie umzugehen, sich durchsetzen. Dann sieht man auch so, okay, es gibt so einen Klassenspirit und einige sind dann eher so sehr surreal, andere Klassen sind eher so reportagemäßig unterwegs und das färbt halt aufeinander ab. Und das sind gar nicht so sehr wir als die Dozenten, sondern eher die Denke der Klasse. Das finde ich ist auch ein Prädikat wiederum für so eine Ausbildung. Wenn sie nicht einen darauf trimmt, am Ende seid ihr der Studiofotograf für Fashion, sondern dass man da reingeht und in einem Studio entwickelt, das muss man selber entwickeln, ja. was man eigentlich will. Das wissen, glaube ich, nicht alle von vornherein. Die eigene Neigung zu finden, die eigene Sprache. Ja, und das ist doch das Beste, was ein Studium leisten kann. Erzähl mal ganz kurz zum Schluss, wie kann man sich ein bisschen in das Thema einfräsen bei euch? Wie informiert man sich? Das Einfachste ist natürlich jederzeit einfach anrufen. Wir haben eine Info-Hotline. Wer Info braucht, der kann auch einen Termin machen, der kann vorbeikommen. Wir machen dann einen Sofa-Talk. Und natürlich, wir machen eigentlich immer einmal so im März und dann spätestens, aber auch nochmal so im Juli, Tag der offenen Tür. Wir haben jetzt, weil die Ferien so doof liegen, den Tag der offenen Tür am 19. August ist der nächste. Freitags, nächste Woche Freitag, um 17 Uhr. Und das wären so die Möglichkeiten. Und Tag der offenen Tür würde ich eigentlich jedem empfehlen, unabhängig davon, dass man natürlich mit uns sprechen kann, das eigentlich jederzeit. Aber am Tag der offenen Tür hat man halt die Möglichkeit, erstens die Räume zu sehen, die Studios zu sehen, die Bibliothek zu begutachten. Aber ganz wichtig, es sind immer Studenten aus dem ersten, dritten und aus dem Diplomjahr da. Und es ist eins, wenn ich sage, das ist alles ganz toll, es ist was anderes, wenn man sich dann anhört, da sind wir auch, ich versuche dann immer aus dem Raum zu gehen, dass die Leute sich wirklich mit Studenten unterhalten können, wie viel Arbeit ist das, wie viel Geld kostet mich das, kann ich das neben einem Job organisieren. Wir haben immer Leute, die vielleicht Kinder zu Hause haben, wir haben immer Leute da, die
solo sind oder kinderlos sind, sodass man je nachdem, in welcher Lebenssituation man ist, auf jeden Fall jemanden Ansprechpartner hat, der selbst in der Situation des Studierenden ist, um einfach dann ehrlich da auch Antwort zu geben. Okay. Dann müssen wir den Film schnell fertig machen, damit ihr das noch seht und vielleicht zum Tag der offenen Tür kommt. Ansonsten anrufen oder auf der Homepage gucken. Das Ganze hier in Köln. Kommen die Leute nur aus Köln? Nee, die kommen so Umkreis ca. 150, 200 Kilometer. Teilweise auch aus Luxemburg. Okay, also ist sogar wert, eine so lange Anfahrt in Kauf zu nehmen, um sich fotografisch weiterzuentwickeln, ein solches Studium zu machen. Vielen Dank, dass du da was darüber erzählt hast. Danke dir. Und guckt mal rein, wenn euch das interessiert. Bis dann, tschüss. Thank you.